Wenn Sie eine Frage bekommen würden von Menschen mit Lernschwierigkeiten, wie gehen Sie damit vor? Fragezeichen. Ich glaube, dass ich da ein bisschen geübt bin. Aber manchmal liege ich natürlich auch daneben. Das passiert schon. Ja, da hätte ich auch nochmal die Frage. Es gibt ja so viele, wie man so sagt, Hindernisse, wo man dann gleich auf Anhieb sehen tut. Es gibt aber auch viele Sachen, wo man dann nicht sehen tut. Wir wollen, dass auch Gesetz wird. Leichte oder auch ständige Sprache. Was tun Sie? Was tut Ihre Partei dafür? Also die Gesellschaft muss darauf achten, dass bei Menschen mit Behinderung solche Hilfen organisiert werden, dass die Behinderung sie nicht mehr stört bei der Wahrnehmung aller öffentlichen Sachen. Und das gilt auch für Sprache, das gilt auch für viele andere Bereiche. Immer wieder bin ich erstaunt, was man alles vergisst. Und vielleicht würde ich Ihnen zustimmen, ja, wir brauchen ein Gesetz, das das regelt, weil man sonst immer darauf angewiesen ist, zu bitten und zu betteln, ob da nicht was passieren kann. Und wenn es im Gesetz steht, dann ist es einfach die Pflicht aller. Und was machen Sie im Einzelnen Ihrer Partei, dass Sie als Partei wählt? Naja, ich versuche natürlich durch unsere Politik, Sie zu überzeugen und zu wählen, weil ich erstmal denke, Menschen mit Behinderungen sind, ja, so, Moment, dass man sie versteht. Ne? Ja, aber Menschen mit Behinderungen sind nicht mehr und nicht weniger politisch als andere auch. Wir haben aber andere Auffassungsgabe wie die in Anführungsstrichen normalen Menschen. Ja, ich komme also darauf also zurück. Auch aber eine schwierige Aufnahme. Ja, wir verstehen nicht gleich alles auf Anhieb. Ja, aber Sie wissen ja, es gibt arme Menschen in Deutschland und es gibt reiche Menschen in Deutschland. Und da wir fordern, dass die Reichen mehr Steuern bezahlen müssen, damit wir Armut überwinden, können Sie sagen, Sie finden das richtig. Ich hoffe, dass Sie das richtig finden. Wenn Sie das richtig finden, ist das ein Grund, uns zu wählen. Und dann kommt hinzu, dass wir uns wirklich dafür einsetzen, dass sie wirklich gleichberechtigt behandelt werden. Was ist der Unterschied gegenüber Ihrer Politik und den Politik, die zum Beispiel SPD, FDP und so weiter und so fort und den Grünen? Also ich glaube, dass wir eine Politik für Menschen mit Behinderung machen, die viel weitergehender ist als bei den anderen. Die anderen rechnen immer und sagen immer, das kostet jenes, das kostet dieses. Und ich sage immer, wir haben Milliarden für Banken, dann müssen wir auch das Geld für Menschen mit Behinderung haben. Aber das ist nur der eine Grund. Der zweite Grund sind die Grundfragen. Die FDP will nicht, dass die Reichen mehr Steuern bezahlen. Wir wollen das. Weder die SPD noch die CDU noch die FDP noch die Grünen wollen, dass die Bundeswehr aus Afghanistan zurückkommt. Wir wollen das. Und das sind ja auch Fragen, die Sie auch bewegen. Es bewegt Sie ja nicht nur Ihre Stellung in der Gesellschaft, Ihre eigene Stellung, sondern auch alle anderen politischen Fragen. Und deshalb hoffe ich, dass ich Sie letztlich Menschen, auch Menschen mit Behinderung, davon überzeugen kann und zu wehren. Die Frage ist, was tun Sie für behinderte Frauen und die UN-Konvention? Also die hatten wir jetzt anders genannt. Wie hatten wir die genannt? Josef, nochmal. In verständlicher Sprache die UN-Übereinkommen. Sie wollen das umsetzen? Das ist eine, wie ich finde, besonders wichtige Frage. Ich finde, der Staat muss Wege finden, damit Menschen mit Behinderungen mehr beschäftigt werden. Das ist, glaube ich, für Frauen besonders wichtig. Und auf der Strecke ergreifen wir Initiativen, haben wir auch schon Gesetzesanträge, also ja, wie sagt man, Entwürfe, also ich sag mal einen Antrag eben nur eingebracht, dann hat der Bundestag mehrheitliches abgelehnt, aber wir versuchen, dass wir dort vorankommen. Dann habe ich die Frage, jeder soll eine Unterstützung bekommen, die er oder sie braucht. Wie setzen Sie das um? Ich möchte, dass das aufhört, dass Menschen gedemütigt werden. Also gedemütigt, ja, wie übersetze ich das? Dass man sie schlecht behandelt, dass sie sich irgendwie so fühlen, als ob sie nur Menschen zweiter Klasse sind oder dritter Klasse sind. Und deshalb sind wir für die soziale Grundsicherung, damit sie in Würde leben können. Punkt.